Ja, willkommen zurück, vielleicht zur letzten Folge von Black Mirror. Wir haben den ersten Spiegel jetzt bisher gefunden im Spiel. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Stunden spiele ich, 12, 13 oder so. Jetzt haben wir den ersten Spiegel gerade gefunden mit dem ersten Rätsel. Frag mich, ob es wirklich einen schwarzen Spiegel gibt oder ist es nur der Spiegel zu unserer Seele, den wir selbst darstellen. Wer weiß. Deine billigen oder unsere Taten spiegeln quasi oder sind quasi der Spiegel zu unserer Seele. Wer weiß das schon. Wo geht's denn weiter? Hier lang? Was zum? Was ist das? Was ist passiert? Ein Telefon! Deine billigen Tricks halten mich nicht auf. Kerze? Ich soll sie nehmen, Vater? Aber wozu? Vielleicht wegen den Schatten? Gut, dass ich die Schatten auf sehr klein gestellt habe. Die gleichen Symbole wie im Dorf. Und auf dem Tor. Also hier lang. Okay, dann suchen wir mal Symbole. Hier lang. Okay, hier lang. Wieder zurück quasi. Hier lang. Was? Willst du mich verarschen? Verdammt. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Hä? Okay, hier lang. Hier lang? Ist ja bisher noch alles richtig. Ich guck trotzdem mich mal weiter um. So, okay, angeblich wieder zurück. Hier gibt's doch nichts anderes. Ah doch, da sind auch noch Symbole. Aber warum zwei? Verdammt. Hä? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Ich bin scheiße. So. So. Oh Gott. Jetzt hier lang gehen wir mal. Ja? Jetzt vielleicht hier lang? Ahahaha. Niemals zweimal ins selbe Ding gehen. Hab schon verstanden. Hätte man aber auch irgendwie besser lösen können. Als dass man irgendwie selber drauf kommen muss. Aber zurück hat er gefunden, ne? Hoffentlich bin ich nicht zu spät. So, Payoff oder was? It's time. Der dreht sich jetzt so, dass von unten nach oben alles gleich ist. Runen aktivieren sich. Ist der Typ jetzt schon da drin? Ja. Ja. Genauso habe ich mir das gedacht. Ist der Typ jetzt schon da drin? Wie geht das? Wie kann er schon da drin sein? Okay. Quest-Protokoll aktualisiert. Kommt jetzt Cutscene? Oder nicht? 26 Frames, okay. Cutscene. Ja, er ist natürlich schon längst da, natürlich. Ist der Typ nicht ein Lappen mit einer Brille? Können wir nicht einfach umklatschen? Das ist der Spiegel. Der Spiegel ist Wasser. Der Spiegel. Der schwarze Spiegel. Wasser wäre geil. Aber ich glaube, es ist kein Wasser. Andrew! Ah, David. Wie schön, dass du zu uns stößt. Ich wusste, du würdest herfinden. Ja, spätestens als du die Tussi gesehen hast, oder? Und mitgenommen hast. Das geht nur die Familie etwas an. Nur uns echte Gordons. Du hast ja so recht, lieber Cousin. Das ist eine Familienangelegenheit. Ist er mein Cousin? David. David. Alles klar. Hallo? Mit solch billigen Tricks lasse ich mich nicht abhalten. Glaub nicht, dass es Tricks sind, Bro. Reiß dich zusammen, David. Master David, warum haben sie mich sterben lassen? Bro, das Terrormonster. Ich wusste, dass Terrormonster kommen. Hey, du lebst noch, ja? Hör du mal auf. Hätte ich dich nur getötet, als ich die Chance... Oh, andere Taste! What the fuck, zum ersten Mal? Krass. Der kommt jetzt. Du siehst das Gesamtbild nicht, David. Diese Familie, dieser Clan, war einst mächtig genug, die römischen Legionen aus Schottland zu verjagen. Diese Macht kann wieder uns gehören. Und dabei wurde ein Dorf voller Unschuldiger ausgelöscht. Ich will das ebenso sehr wie du, Andrew. Aber glaubst du wirklich, was aus Edward geworden ist, kontrollieren zu können? Du warst immer eine Enttäuschung für mich. Du kennst mich gar nicht, du Lappen. Du bist ein Nichts. Weniger als Nichts. Oh Gott. Ich hasse Quicktime-Events. Muss ich jetzt echt gegen Edward kämpfen? Hey, wir können das auch. Go, Papa. Go. Ich glaube an dich. Ich wette, Papa stirbt jetzt. Wird mitgezogen in den Schlund oder so gleich.
Andrew nicht! Alter! Nicht Eddie! Jetzt muss er da reinspringen, oder was? Ich brauche auch dein Blut, David. Wir brauchen Edward nicht. Was muss ich tun? Wir brauchen Edward nicht. Finde ich einfach cooler. Wir brauchen Edward nicht. Wir finden einen Weg, den Spiegel zu kontrollieren. Du und ich gemeinsam. Ich halte wenig von deinem Mangel an Respekt vor meinem Vater. Vor einem der größten Gordons, der je gelebt hat. Okay, Phil, lass ihn töten. Was muss ich tun, um das Ritual zu vollenden und Edward zurückzuholen? Nicht viel. Nur ein paar Tropfen Blut. Werde es selbst tun, kann John wieder zum Leben erweckt werden? Mein Vater. Kann man ihn auch zurückholen? In meinen Adern fließt reines Gordon-Blut. Sobald mein Vater frei ist, gibt es nichts, das wir nicht tun können. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat. So, dass in deinen Adern krasses Gordon-Blut fließt. In meinen ja auch immerhin. Gib mir das Messer. Ich tue es selbst. David, mein lieber Cousin. Du musst mich wirklich für schwachsinnig halten. Ja. Aber... Also gut. Dann gemeinsam. David, nicht. Schweig, Weib. Zieh ich die Hand weg? Ich weiß noch nicht. Oh! Oh, das war so obvious. Der fliegt sowieso in den Spiegel. Sag ich doch. Oh Gott. Oh, oh. Das Messer! Nimm das Messer! Aber da kommt Blut da rein. Alles in Ordnung? Oh nein. Mach es bitte ab. David? Okay, Blut ist drin. Alles klar. Bye-bye. Ha! Guck mal, wer da kommt. Cecilia. Kommt zur Errettung. Hä? Was? Du gehörst mir. Mir! Was? Was hat der denn jetzt mit ihr zu tun? Der kennt die doch gar nicht, oder? Also es ist seine Mama, okay, aber... Kann er auch mal ein bisschen schneller? Was ist denn los mit dem? Ja, das war ja auch nix, Kumpel. Und keiner ist irgendwie ein voll mit Teer, oder was? Alle sind super sauber. Ey, ich möchte das in dem Moment nicht kaputt machen, tut mir leid. Okay. Wir sollten hier verschwinden. Oh ja. Aber das Ritual war doch, ist doch jetzt so vollzogen worden, oder nicht? Vielleicht darf ich mich ja nochmal mit Andrew battlen. Mit meiner krassen Superpower-Macht. Die ich ja angeblich besitze, aber nur einmal benutzt habe bisher. Gucken wir mal. Vielleicht stürzt aber auch das ganze Haus jetzt ein. Ich glaube, so ist es. Oh Gott. Ach, da würde ich stehen bleiben. Das ist eine super Idee. Kann überhaupt nicht schief gehen. Hätte auch mehr einstürzen können. Das ist jetzt auch wieder nur so ein Stück vom Flügel gewesen. Jetzt, also zum Spiel wird passen, wenn jetzt einfach ein Endscreen läuft. Das wird so passend zum Spielen. Aber ich glaube nicht, ich glaube, wir müssen nochmal mit Margaret reden. Außerdem haben wir den Spiegel ja eigentlich überhaupt nicht vernichtet. Jetzt echt? Das war's jetzt wirklich? War's das jetzt? Sehe ich das richtig? Also okay, der arme Rory, der tut mir echt leid, war ein Guter und so, der einzig Gute hier anscheinend. Die Tussi hat uns noch nicht verarscht, obwohl es irgendwie ziemlich obvious war, dass sie uns anscheinend hätte verarschen müssen, so wie sie auf Vertrauen in Frieden, Rory. Gewrogen hat. Wenn so etwas möglich ist. Also um Vertrauen gewrogen hat. Zweifelst daran? Alles, was hier geschah. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaubte nie an ein Leben nach dem Tode.
Und jetzt die Chief, gibt es nicht Chief nur Mond? Ein Leben, sondern auch das Böse. Mein Vater, Rory, Sie haben uns gerettet. Sie müssen ihren Frieden finden und wir den unseren. In der Hoffnung erhält. Kapitel 5 complete. Okay. Ah, nee, die alte Frau ist ja tot. Die ist ja, hat sich ja da runtergestürzt mit Magnet, okay. Alter Vater. Oh. Also ich bin ganz ehrlich. Eigentlich müsste ich mich jetzt meine Kamera ausblenden. Ich habe aber alle. Erstens habe ich Angst, wenn ich die Taste drücke, dass es sehr aufhört. Ich versuch's mal. Ha! Hat funktioniert! Aber ich will's gar nicht. Wir können über Spielregeln reden, lieber, als jetzt hier uns die ja okay Musik von was? Schottischem irgendwas oder so? Warte, ich mach mal lauter, ich hör's gar nicht. Es ist kein Englisch. Vielleicht ist es irgendwie gotisch. Keine Ahnung. Ja, das Spiel. Ich habe ja schon. Also, meine Befürchtung hat sich leider bestätigt. Trotz des krassen Soundtracks immer. Der manchmal sogar gar nicht da war. In manchen spannenden Momenten war einfach gar keine Musik da. Zum Beispiel, als wir da als Rory, hieß er, glaube ich, den Anwalt festgehalten hat und wir unten rumgeklettert sind, war überhaupt keine Musik da. Oh, Emmerich, da bin ich, habe ich tatsächlich aufgewachsen in der Nähe von Emmerich. Florian Emmerich. Ja, ich habe schon quasi alles zum Spiel gesagt, es hat sich quasi nichts geändert, meiner Meinung nach. Das Spiel ist absolut, absolut nicht gepolished, meiner Meinung nach. Diese Übergänge, oder irgendwer ist da richtig scheiße im Schnitt, oder im Game Design. Aber das sind keine runden Übergänge. Da fehlen, das kommt einem vor, als ob da kleine Zwischen, also kleine Sequenzen fehlen, so wie der von da nach da kommt oder sowas. Es passiert einfach. Jetzt das Ende, was also ich habe ja schon genug über das Spiel gelästert und gesagt, wie ich das hier nicht gut gepolished finde und bla und nicht so schön geschnitten und ziemlich obvious eigentlich so von der Vorhersehung, auch wenn es dann so einen kompletten weirden einen realen Mindfuck-Moment gab, dass es der Anwalt am Ende war, was absolut, wie gesagt, ich hab's ja schon gesagt, so gar keinen Sinn ergibt, weil in einem richtigen Krimi, wenn da so ein Mindfuck-Moment kommen soll, dann musst du aber auch sehen, also da musst du es erkennen und sagen, fuck, stimmt, der Anwalt, es war doch voll logisch, die ganze Zeit, ich hab Hinweise gesehen, warum habe ich es nicht gesehen, aber es gab keine Hinweise, also entweder habe ich es nicht gefunden, aber er war einfach aus dem Nichts. Wie gesagt, es hätte auch der Postbote sein können, den wir noch nie gesehen haben. Der hätte auch der verschollene Sohn sein können. Das hat so vorne und hinten nicht gestimmt. So. Und das meine ich mit gepolished. So, diese kleinen Details haben absolut gefehlt. Und wie gesagt, mit den Schnitten und Übergängen, das war ja eine Katastrophe. Ja, zur Story. Idee nicht schlecht. Hat man zwar schon oft genug gehabt, so mit einer Familie, verflucht, altes Geheimnis. Ich habe irgendwie mit mehr Cthulhu gerechnet. Das Einzige, was irgendwie im Ansatz nur ein bisschen Cthulhu war, waren jetzt hier die Ter-Menschen am Ende. So, es gibt Ter-Monster in Cthulhu, so ein bisschen. Sowas ähnliches wie Ter-Monster, das war ja pur schwarzes Wasser. Okay. Aber musste auch kein Cthulhu sein. Ja. Und der, die, am Ende, was? Also das Einzige, was noch gefehlt hat, war unser Blut. Okay, was passiert? Wir haben uns die Hand aufgestellt und sind in den Brunnen gefallen, also war das Blut drin. Also eigentlich Ritual fertig. So, das ist jetzt so nicht vollendet gewesen, weil der Typ sich seine Mama umarmt hat und in den Tod gedüst ist, oder was? Hä? So, wer wird das tun? Okay, meine Mama umarmen, so, weil ich sie noch nie gesehen habe. Aber sein Leben wegwerfen und das Ritual nicht beenden? Ich meine, er kann sie ja danach wiederbeleben, angeblich, wenn er das Ritual beendet hätte. Und ich dachte, das wäre schon beendet. Also, nicht so gut gepasst.
Und dann ist der ganze Spuk vorbei, indem einfach nur wieder ein Stück vom Flügel einstürzt? Oder was? Vielleicht von mir aus sogar auf den Brunnen gestürzt, was wir nicht gesehen haben. Aber okay, sagen wir mal, das wäre auf den Brunnen gestürzt alles. Dann ist es vorbei, der Fluch ist weg. Da hätte auch einfach irgendwann ein Bulldozer kommen können. Einmal wrapp und Fluch beendet, oder was? Ich weiß nicht. Also, Story... Ich habe ja gehofft, die Story klärt sich nochmal ein bisschen auf. Und Unity Engine übrigens. Wohl nicht so gut umgesetzt. Ja, ich habe gesagt, das klärt sich da irgendwie noch ein bisschen und die Story nimmt nochmal richtig schön Fahrt auf und kriegt geile Twist-Momente und der Anwalt ist es vielleicht doch nicht und ist von jemand anders gesteuert. Aber, nee, ey, tut mir leid. Also, das Spiel kostet 29 Euro. Es kostet mehr als ein Walking Dead. Es gibt nicht mal einen Epilog. Ich habe gehofft, es gibt nochmal irgendwas am Ende. Also so, dass das jetzt nochmal irgendwie nochmal kommt, wie ich mit dem Mädel zusammen heirate oder in das Haus einziehe oder die flach leg oder irgendwas nicht mit der Frau ist oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Dass ich Kinder bekomme und der Fluch gelöst ist, weil das wurde überhaupt nicht geklärt. So wirklich. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal die Extras an, aber ich wollte halt nur nochmal zu Ende führen, dass es, wenn man Walking Dead kostet 19 Euro, also die Telltale-Serie, ja, die nicht nur Spiele, also die nicht nur von der Länge länger ist, die halt auch noch so unfassbar viel besser ist und einem mehr Freiheiten gibt. Und ja, ich weiß, viele davon sind Alibi-Freiheiten, aber es kommt einem zumindest beim ersten Mal spielen so vor, als wäre, hätte man die Freiheit, alles zu tun. Und hier merkt man einfach, das ist ein lineares Game. So komplett von vorne bis hinten linear. Das Einzige, was nicht linear war, ist, dass ich diesen blöden Kubus hier, den scheiß Globus am Ende nicht aufgemacht habe. Also das interessiert mich, was da drin war. Das werde ich googeln. So, weil ich hoffe, dass da einfach noch was Cooleres kommt. Aber wie gesagt, das 29 Euro hier. Life is Strange kostet auch 24 Euro, glaube ich, komplett. Trilliarden mal besser. Dafür 29 Euro zu verlangen, ist halt... Also ich möchte das Spiel nicht komplett schlecht reden, weil... Es liegt halt vielleicht wirklich einfach nur daran, dass die das früher raushauen mussten als gewollt. Hätten sie ein paar Monate länger Zeit gehabt, sähe das Spiel vielleicht komplett anders aus. Und es ist ja nicht... Die Story geht ja irgendwie, auch wenn sie ein bisschen vorhersehbar ist. Aber vielleicht haben sie auch dann, wie gesagt, diese kleinen Hinweise. Vielleicht haben sie die nicht reinbringen können, weil die Zeit nicht da war. Und dann haben sie es lieber ganz gelassen und sich auf andere Sachen konzentriert. So, deswegen würde ich jetzt dem Spiel nicht zu sehr ankreiden, dass es scheiße ist. Weil es ist halt wirklich einfach nur nicht rund. Es fehlt einfach ein paar Monate Arbeit da dran, so kommt es einem vor. Und es tut mir leid, wenn THQ Nordic, ja, da so einen Druck dann auf die Entwickler gemacht hat, dass sie es raushauen. Dann deswegen würde ich das jetzt nicht als komplett schlecht betrachten. Und ja, bevor die Leute meckern, ich werde eine Steam-Review wahrscheinlich schreiben und ich werde auch eine positive Steam-Review schreiben. Mit natürlich die Negativpunkten drin, so, aber positive Steam-Reviews, sind wir halt ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich bei euch, da geht es natürlich auch ein bisschen um Eigenwerbung bei den Steam-Reviews. Will nicht nur Leuten helfen, ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte nur ein bisschen Werbung für mich machen, weil ich auch meinen Link immer drunter packe. So, in der letzten Folge kann ich ja sowas ja mal sagen. Und positive Werbung kommt immer besser an als negative, ja. Also, wenn ich jetzt was negativ bewerte, stürzen sich alle Fans von diesem Ding auf mich, bewerten alles negativ, geben mir Daumen runter von allem Möglichen. Und wenn ich das positiv bewerte und jemand findet scheiße, dann sagt er einfach, ja gut, hat halt nicht meinen Geschmack getroffen oder hey, was soll das, das ist überhaupt nicht cool. Und dann erkläre ich das kurz mit dem und dann ist fertig. So, aber wenn ich was negativ behafte, kommen alle möglichen Fans und stürzen sich auf einen. Das habe ich ein paar Mal gemacht, das fand ich nicht so geil. So, das ist, also bei irgendeinem Warhammer Teil, der so ein bisschen ist wie Planet Side 2, ja, habe ich das Spiel komplett gesagt, wie blöd es ist. Und es ist scheiße. Und jeder Kritiker oder Spielejournalist findet es auch scheiße. Und ich habe noch nicht mal die Sachen erwähnt, was der Entwickler abgezogen hat mit den Fans. Von wegen, ja, hier, ihr kriegt Ingame-Inhalte, wenn ihr Geld bezahlt, die Leute nie bekommen haben. Nee, absolute Frechheit, den muss man verklagen eigentlich. Aber trotzdem, Warhammer-Fans haben mich zerstört. Also haben das Video, ich habe doppelt so viel Dislikes auf dem Video wie Likes und die Review, die ich bei Steam geschrieben habe, hat auch irgendwie nur 20% positiv bewertet bekommen. Also, das kannst du vergessen. Das ist wie so Kreationisten, mit denen kannst du nicht über Religion reden und mit Fans kannst du nicht über ihre Lieblingsspielereihe reden. Das geht einfach nicht. Und deswegen, Kämpfe, Schlachten, die nicht zu gewinnen sind, lässt man lieber direkt sein. Ja, okay.
Aber wir gucken uns jetzt nochmal das Extra an. Gucken, was wir so an den Fotos. Kunstgalerie. Okay. Also haben wir im Endeffekt nur Bilder freigeschaltet oder was? David Gordon? Wir waren David Gordon. Das waren wir. Wir sehen komplett anders aus. Okay. Der sieht auch komplett anders aus. Noch älter. Der sieht noch ein bisschen ähnlich aus. Ja. Die sieht ähnlich aus. Die sieht ähnlich aus. Die sieht komplett anders aus. Sind wir uns alle einig. Die sieht nämlich scheiße aus da. Ich glaube, das sind halt... Der sieht auch doof aus. Also, der sieht ja jetzt fast okay aus, bis er so ein bisschen im Bauch hat. Aber jetzt ist er ja irgendwie so, wie gesagt, Ed Sheeran in noch dicker mit Sommersprossen im Gesicht. Die sieht auch nicht so bombig aus. Er sieht genauso aus. Ich denke, das waren halt die Konzeptzeichnungen, Concept Arts. Die wurden dann aber überarbeitet. So, was gibt's hier bei Rätsel? Ach, ich kann jetzt nochmal Rätsel machen, oder was? Aber ich habe tatsächlich nicht alle. Wollen Sie das Rätsel wirklich abbrechen? Ja. Hier steht 85 von 30, 85 von 60, 85 von 90. Ach so, das sind Rätsel, die bekomme ich irgendwie, weiß nicht wie, keine Ahnung. Aber da schalte ich dann die Bilder frei oder was? Ich sehe doch sogar schon, wie die Bilder aussehen. Nee, hier, das ist nur das Cover, sehe ich gerade. Na, da krieg ich Coverbilder freigeschaltet oder sowas. Ist eine nette Idee. Ich habe gehofft, dass wir tatsächlich über die Kunstgalerie irgendwie einen geilen Payoff am Ende bekommen. Aber gut, das soll es gewesen sein zu diesem Spiel. Tut mir leid, dass es nicht das coolste Spiel der Welt geworden ist aus meiner Sicht. Hat auf jeden Fall seine Macken, könnte besser sein. Vielleicht, wenn ihr euch das Spiel holen wollt und spielen wollt selber, wartet ein halbes Jahr. Vielleicht macht der Entwickler im Nachhinein noch irgendwie ein bisschen was dran. Ansonsten war okay, ich hatte trotzdem meinen Spaß, die Glitches waren lustig manchmal, auch wenn ich ein bisschen überfordert war, dass man auf einmal vor Waschbecken stand in einem Quicktime-Event, obwohl man gerade irgendwie, keine Ahnung, die Treppe runtergefallen ist oder so, ich weiß es nicht mehr, wie der Übergang war, aber gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß mit mir, ich habe so gut wie möglich versucht, was draus zu machen, auch wenn ich ein bisschen oft müde war und das nach der Uni irgendwie aufgenommen habe, manchmal, und nicht so perfekt drauf war, gebe ich zu, aber ich hoffe, ich konnte es trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig das Spiel transportieren und den Eindruck, den es mir hinterlassen hat. Und wie spät haben wir? 14.58 Uhr. Ich habe noch 2 Minuten, da muss ich da sein. Und eigentlich muss ich auch noch mein OBS umstellen. Denn ich habe ja jetzt eine Kamera drin und bei Pen & Paper habe ich keine Kamera drin aber in Skype. Und das mag das nicht, wenn das vorher hier mit Kamera an war. Das heißt, ich muss dann nochmal alles neu starten, aber egal. Ja gut, lasst uns nicht lange dran drüber rumquatschen, was drum herum reden, ist doch egal. Ich mache jetzt hier Schluss. Mal gucken, was als nächstes kommt, ob es ein weiteres Singleplayer-Projekt kommt. Wir haben jetzt ich kann ja kurz mal gucken, 15. Dezember. Und ich hoffe, das Projekt geht bis ins nächste Jahr rein. Also ich habe ja noch, da läuft ja jetzt gerade, kam die erste Folge gestern von Dark Messiah of Might and Magic. Das sind dann jetzt erstmal noch 8 Tage. Weil ja alle 2 Tage rauskommt. Ich habe 5 Folgen davon aufgenommen. Hiervon habe ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Folgen aufgenommen. 15, 16, ich bin mir nicht sicher. 17. Irgendwie so fast 30 Tage, also einen Monat. Also ja, eigentlich, ich komme auf jeden Fall bis ins nächste Jahr. Und nächstes Jahr habe ich noch 2 Wochen nach den Ferien Uni. Zwei Wochen Stoff, dann 1 Woche Probeklausur. Ich weiß noch nicht, ob ich in der 4. Woche die Kontrolle der Probeklausur mache, je nachdem, wie die gelaufen sind. Und danach bin ich mit Uni nicht erstmal fertig, aber dann beginnt das Lernen. Ja, und ich bin halt kein Typ, der so viel lernt. Ich schaff's halt am Tag eine Vorlesung oder vielleicht eine Vorlesung durchzuarbeiten und am anderen Tag mache ich dann irgendwie die Übungen dazu, so als Beispiel. Das bedeutet vielleicht hier alle 2 Tage, wenn ich eine Übung mache und die ist relativ fix, kann ich vielleicht was aufnehmen. Dann gucken wir mal, was ich als nächstes mache. Ich will ja immer noch, um Gottes Willen, ich weiß, dass das keiner mehr sehen wird, ich will ja immer noch die Gothic-Reihe machen, aber ich bin einfach, ich hätte gern wirklich, das mag blöd klingen, aber ich möchte mehr Publikum haben dafür. Ich möchte das mehr Leuten zeigen können, wie toll die Gothic-Reihe ist. Nicht so blöd, wie die andere großen YouTuber gemacht haben, das nur in den Käse gezogen. Ja klar, Spaß muss sein, ich werde auch Spaß machen, so, aber einfach nicht wirklich rübergebracht, wie cool die Gothic-Reihe ist. Und um das irgendwie hinzubekommen, brauche ich natürlich auch ein Publikum, damit sich das Spiel bzw. mein Let's Play ein bisschen mehr verbreitet als vielleicht sonst nur auf meinem Kanal. Und ja, das wäre halt schön.
Und ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte ein paar Kommentare darunter sehen, bei Leuten, die Feedback zum Spiel geben, ja, ob ihnen das viel zu alt ist, was es wahrscheinlich sein wird, aber trotzdem. Und auch Feedback zu mir, ob ich das vernünftig transportieren kann und alles Mögliche. Weil ich habe tatsächlich vor, ein bisschen, also den ersten Teil auf jeden Fall zu spielen, den zweiten sowieso. Ich habe den jetzt seit fast einem Jahr, habe ich den auf der Platte mit der dreckigen Elhiver-Mod, also die ist super, die Mod, aber ich meine nur die kriege ich nie wieder. So, ich habe die, ich musste mir für eine fucking kostenlose Mod, die musste ich mir illegal besorgen. Ja, muss man sich mal vorstellen, damit ich die überhaupt noch bekomme, weil die alle Links waren down, die ich davon gesehen habe. Ich musste die irgendwie über ein Forum mir besorgen, wo es normalerweise um illegale Aktivitäten und Spiele geht. Deswegen werde ich das um den Teufel nicht löschen, bis ich dazu ein Projekt gemacht habe. Aber wie gesagt, ist schon über ein Jahr drauf und es nimmt nicht gerade wenig Platz ein. Ja, das will ich machen und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ob ich Gothic 3 noch mache oder ob ich Risen 1 noch mache, dann. Aber dann, weiß nicht, dann war es das, glaube ich. Risen 2 will ich auf jeden Fall nicht machen. Never ever in meinem Leben spiele ich dieses Spiel nochmal. Risen 3, ja, ist jetzt auch nicht der... Ist eher, also wenn man so die Waage nimmt, ist nicht gerade, ist nicht positiv, ist eher so ein bisschen negativ behaftet. Finde ich jetzt auch nicht so super geil. Elex reiht sich da ein bisschen ein. Also nein, Elex ist super, kann man sagen. Vom Erkundungsdrang und so, aber Story und beziehungsweise... Ich finde es, ich erklär's mal. Das hat bei Risen 2 angefangen. Ich finde es absolut behindert. Es gibt immer noch dieses, Gott sei Dank, dieses Fraktionssystem. 3 Fraktionen oder so, an denen man sich anschließen kann. Aber ich finde es richtig scheiße, dass man, wenn man sich einer Fraktion angeschlossen hat, gehst du zu der anderen hin, weil du irgendwas musst die Hilfe von den Idioten besorgen, wie immer, ja. Und musst dann dieselben fucking Quests machen, die du rein theoretisch als Aufnahmeprüfung machen musst. Und das ist so kacke, weil der Entwickler nimmt mir den Wiederspielwert. Ich brauch's nicht nochmal durchspielen. Ich kenne ja alle Quests. So, fertig. Ich kenne alle Quests, habe alle gesehen. Musste ich es nochmal durchspielen, um mich da aufnehmen zu lassen, weil kenne ich sowieso. Und es macht auch vor allen Dingen keinen Sinn, erst alle Quests zu machen, bei jedem Einzelnen sich dann dem anzuschließen, weil dann gibt's nur, ich hätte die Quests machen müssen. So, und das finde ich doof. Er nimmt mir den Wiederspielwert, um seine Spielzeit, also um die Spielzeit an sich, die auf dem Papier steht, künstlich zu strecken. Und das finde ich scheiße. Ich möchte das Spiel lieber dreimal neu spielen als einmal 3 Stunden länger oder so. Das finde ich kacke. Aber okay. Ist meine Sache. Das fing bei Risen 2 an, ist bei Risen 3 so, ist bei Elex so. Aber Elex ist auf jeden Fall weitaus besser. Ich würde so zwischen Risen 1 und Risen 3 einordnen, so dazwischen, von wie cool es ist. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen, viel zu lang. Und ich bin kein Freund von dem Kampfsystem. Also vielleicht würde ich noch Risen 1 oder Gothic 3 machen. Er weiß. Je nachdem, was ihr wollt. Wahrscheinlich eher dann Gothic 3 und dann Risen 1 und dann ist Ende. Okay, ich habe viel zu viel geredet, die Folge 27 Minuten, ich muss jetzt los, ich muss eigentlich nochmal auf Toilette. Wir sehen uns gleich, was für ein Quatsch. Also wir sehen uns in einem anderen Video, in einem anderen Projekt, mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin gespannt, ich habe noch so einiges auf Hinterhand, was ich gern machen würde, mal gucken, ob ich das am Ende durchziehe. Tschüss, bis zu anderen Projekten.